Und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch ein total super tolles, sehr einfaches und wirklich schnelles Mini-Album. Dieses Mini-Album hat einen ganz besonderen Clou und erzähle ich euch gleich mehr dazu. Und auch die Dekoration werden wir sehr schnell machen. Normalerweise ist es ja bei einem Mini-Album immer so, dass meistens der Grundaufbau von dem Mini-Album relativ schnell geht, je nachdem. Aber die Dekoration hält dann unheimlich auf und ist ziemlich viel und aufwendig. Und wir machen das heute mit einem bestimmten Set und dann geht es viel schneller. Und das Besondere ist auch, dass dieses Mini-Album wirklich jeder Bastelanfänger machen kann. Weil ihr braucht dafür nämlich fast keine Zutaten, sage ich jetzt mal. Und das meiste habt ihr mit Sicherheit zu Hause und könnt es wirklich auch machen, wenn ihr ganz, 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 ganz am Anfang steht von eurer Bastelkarriere. Okay, und jetzt zeige ich euch das mal. Dieses Mini-Album ist aus nur einer einzigen Seite Papier gemacht, also 12x12 Inch, das Grund-Mini-Album. Und die Dekoration dazu sage ich auch gleich noch mehr. Ist wie gesagt sehr einfach gehalten, aber sehr schön. Okay, ich zeige euch auch gleich, was ihr dafür braucht. Also ihr braucht gar nicht viel dafür und genau, dann können wir gleich loslegen, aber zuerst zeige ich es euch natürlich erstmal. Verschlossen habe ich das jetzt einfach mit so einem Stück Faden. Den kann man festkleben, muss man aber gar nicht unbedingt und den habe ich einfach nur hinter dieses Element gewickelt und so verschließt sich das ganz schön, ohne dass man da viel knoten muss oder so. Okay, dann machen wir es jetzt mal auf. Ah, ich brauche nur schnell ein Foto, ein Beispielfoto. Also ich habe jetzt hier eine Tasche, wo man was hinten reinstecken kann oder wo man natürlich auch ein Foto drüber kleben könnte. Ich habe jetzt hier ein Beispielfoto von unserer Hochzeit, das kennt ihr schon, habe ich bei den Hochzeitseinladungen, bei den Dankeskarten auch schon verwendet. Da habe ich euch auch ein Video gemacht, das kann ich euch jetzt hier oben unter dem weißen i einblenden. Und hier kann man auch noch was dahinter stecken, da könnten wir jetzt auch so zwei Tags oder so reinmachen oder auch hier einfach ein Foto drüber kleben. Dann hat man hier oben eine Einschubkarte, auch für ein Foto. Also diese Fotos habe ich einfach beim DM ausgedruckt in diesem Maß. Da kann man gleich vier auf einmal drucken. Das passt da super drauf. Auch auf der Rückseite kann man ein Foto machen. Also so eine kleine Fototasche hat man hier oben. Dann die nächste Seite. Auch hier kann man ganz schön ein Foto drüber kleben oder man schreibt einfach ein bisschen was auf. Auch hier ist der Bereich natürlich auch zum Aufschreiben ganz gut geeignet. Hier würde ich jetzt kein Foto drüber machen, da wird die ganze Deko untergehen. Und hier hat man auf der rechten Seite wieder ein Einschubfach. Und hier hinten ein bisschen wie, wo man halt Erinnerungen aufschreiben kann. Genau, also hier an der Seite ist eben eins. Dann geht es weiter. Hier wieder ein schöner Hintergrund, passend für ein Foto oder auch für ein kleineres Foto. Hier wieder ein Einschubfach, also da kann man dahinter eben was stecken. Auch Text oder so, wo man noch was vermerkt. Dann hat man hier oben wieder eine Fotomappe oder also so eine Karte, wo man rausnehmen kann, vorne und hinten. So. Und dann haben wir hier nochmal einen schönen Bereich für ein Foto. Zum Beispiel so, hier in den Hintergrund habt ihr gesehen, ist so eine Tasche, da kann man zum Beispiel auch Tags oder auch ein Foto machen, aber Tags werden sich jetzt hier besser anbieten. Dann hier habe ich so kleine Fähnchen hingemacht und You're Amazing kann man für ein kleineres Foto nutzen, dass man hier irgendwas Nettes ausschneidet und dahin macht oder zum Beispiel hier ein Herz außenrum stanzt und dann dahin klebt. Hier kann man wieder ein bisschen was schreiben, hat auch hier oben nochmal eine Fotomappe oder eine Matte, ich glaube Matte heißt es, Fotomatte oder also einfach so ein Stück Papier, wo man noch ein Foto drauf machen kann hinten und vorne. Dann hat man hier eine Tasche, auch wieder für ein Foto. Oder auch für andere Sachen, wo man den Hintergrund nur machen kann. Und da wäre natürlich auch schön noch ein kleineres Foto, dass man die Blüte noch sieht. So zum Abschluss vielleicht. Genau. Auf der Rückseite könnte man noch was notieren, aber finde ich, das muss man gar nicht. Also so im Schnellüberblick ist es wirklich ein süßes, kleines Mini-Album. Mit vielen Taschen und Text und eben diesen Matten oben noch drin und an der Seite. Was zum Schreiben und man kriegt auch noch was unter. Und so sieht das Ganze aus. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das machen wir zusammen. Und jetzt habe ich euch ins Bild gelegt, was ihr alles braucht. Natürlich braucht ihr erstmal meine Anleitung. Diese verlinke ich euch jetzt hier oben unter dem weißen i auf meinem Blog.
Da könnt ihr draufklicken und euch die ausdrucken. Dann sieht man gleich, wo muss man falzen und wo muss man schneiden. Die Idee zu dem Ganzen ist von Kathleen Graumüller. Also das ist so, wir haben dieses Mini-Album bei unserer Weihnachtsfeier gemacht und da hatte eben die Steffi auch die Idee von der Kathleen Graumüller her. Ich habe es eben nicht direkt von ihr eigentlich, sondern eben von der Steffi von unserer Weihnachtsfeier. Aber genau, möchte es auf jeden Fall erwähnen, das ist auf gar keinen Fall eine Idee von mir, sondern das habe ich schon öfter gesehen und genau, das finde ich, muss man schon immer vermerken. Okay, und jetzt seht ihr, was ich hier alles habe. Also was ich einmal benutze als einziges Tool, sage ich mal, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt daheim hat, ist ein Falzbrett. Ihr könnt natürlich auch euren Papierschneider nehmen. Ich zeige euch hier nochmal die Bestellnummer, falls ihr auch dieses Simplicord Scored Falzbrett braucht. Das benutze ich, aber man kann natürlich auch, wenn man wirklich ganz starker Anfänger ist und noch gar nichts daheim hat, einfach mit einem Lineal und mit einem Falzbein oder so oder einem Gegenstand, wo man ganz gut aufdrücken kann, könnte man das einfach auch machen. Klar, da kann man genauso die Falzlinien nachziehen. Okay, also das ist so wirklich das Einzige, was ich sonst noch so benutze. Dann eine Schere hat jeder daheim, die braucht ihr dafür. Ein Falzbein, wenn ihr habt, ist super. Wie gesagt, ich nehme das natürlich jetzt auch. Den Flüssigkleber, ich nehme jetzt den Tombow. Da wäre noch die Bestellnummer für den Papierfalter, falls ihr den braucht. Dann braucht ihr noch irgendein Band, eine Schnur. In meinem Fall ist das jetzt das Dekoband Magnolienweg. Das ist so eine Kombipackung mit zwei Bändern, mit einem breiten und mit diesem hier. Das passt halt jetzt super zu der Farbe, aber wenn ihr ein anderes Band habt, dann nehmt ihr das. Und was ihr halt braucht, um die Dekoration so einfach zu halten, wie ich das jetzt in meinem Beispiel mache, ist dieses Set Memories and More mit dem Magnolienweg-Kartensortiment. Weil mit dem machen wir die Dekoration und da ist es dann wirklich ganz schnell und einfach gemacht. Genau. Und natürlich unseren Hauptdarsteller, das große Papier, 12x12 Inch. Und das war's. Optional könnt ihr euch noch, wenn ihr es sowieso da habt, noch Dimensionals herlegen und ein ganz dünnes Klebeband. Man kann es aber, wie gesagt, alles mit dem Flüssigkleber machen. Ein Dimensional ist für vorne sehr gut für den Verschluss. Wenn ihr keins habt, könntet ihr auch einfach ein Stück Moosgummi klein schneiden. Ungefähr auf diese Größe, also so ein kleines Moosgummistückchen und das mit Kleber hinten und vorne anbringen, damit dieses Element, das da vorne drauf ist, ein kleines bisschen erhaben ist. Weil wenn das ein bisschen erhaben ist, könnt ihr dahinter, ich hoffe ihr seht das, könnt ihr dahinter den Faden wickeln zum Verschließen. Genau, also wie gesagt, das war's. Das Band, das kann ich euch in der Infobox unter dem Video verlinken. Das nehme ich immer ganz gern, weil das ganz, ganz dünn ist. Und wenn ich so Einschubkarten mache, dann benutze ich das immer sehr gerne. Aber wie gesagt, ein Flüssigkleber, irgendeinen, wo ihr habt, das tut es genauso. Geht auch. Aber ich kleckere da immer ein bisschen rum, deswegen nehme ich immer gern so ein Abreißband oder so ein Klebeband zum Abschneiden. Okay, und da geht es jetzt schon los. Ich nehme mir eben zuerst mal mein Falzbrett. Und da ist unten dann immer dieser Falzstift mit dabei und dann wird gefalzt. Jetzt habe ich meine Anleitung wieder irgendwo hingelegt. Die lege ich mir nochmal kurz her, damit ihr das seht. Also mein Papier ist 12x12 Inch groß und ich falze das jetzt einmal bei 4 und bei 8 Inch und dann bei 3, bei 6 und bei 9 Inch auf der anderen Seite. Also einmal gut anlegen, dass es hier oben schön anliegt. Und ich nehme mir eigentlich immer die dünnere Spitze. Da gibt es zwei. Und dann falze ich jetzt als erstes bei 4 Inch und bei 8 Inch. Dann drehe ich mir das Papier einmal so, dass meine gerade gezogenen Linien jetzt waagrecht liegen und falze mir das Ganze bei 3 Inch, bei 6 Inch und bei 9 Inch. Die Zentimeterangaben, die versuche ich euch einzublenden. So, und das war's schon. Ich zoome euch jetzt ein kleines bisschen raus, damit ihr das ein bisschen besser im Überblick habt. So, ich glaube, da müssen wir jetzt alles sehen, nur ein Stückchen. So, und jetzt lege ich mir das Papier so hin, wie wir es zuerst gefaltet haben, nämlich dass die drei Kästchen jetzt oben liegen und die vier Kästchen so nach unten. Und jetzt schneide ich mir das Ganze ein. Da könnt ihr euch wieder die Anleitung nehmen. Die gestrichelten Linien sind die Linien, die wir einschneiden. Das heißt, ich schneide von ganz unten bis zu dieser Falzlinienüberkreuzung.
Das mache ich jetzt mit der Schere. Wenn ihr den Papierschneider habt, dann könnt ihr das natürlich auch mit dem machen. Und gleich falzen und schneiden in einem. Aber ich wollte es, wie gesagt, ganz einfach halten und deswegen machen wir das auch ganz einfach. So. Und jetzt schneide ich mir noch von hier bis zu dieser Falzlinienüberkreuzung nach hier unten. Also auch wieder die Falzlinie genau nachschneiden bis hier runter. Ich drehe mir das Papier jetzt nur einmal um, damit ich da besser schneiden kann, damit ich da gut hinkomme. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also wirklich total easy. Aus diesem machen wir jetzt das komplette Album. Und was ihr jetzt machen müsst, ist einfach nur das Ganze knicken. Und zwar, ich nehme jetzt dieses untere Teil und knicke mir das nach hinten an der Falz. Dann knicke ich mir das Ganze nach vorne, wieder nach hinten. Also immer gegenseitig. Wieder nach vorne. Achtung. Wieder nach hinten. Wieder nach vorne, wieder nach hinten, wieder nach vorne und nach rechts, wieder nach hinten, wieder nach vorne und noch einmal nach hinten. Das ist das Schwierigste an dem ganzen Album, dass man sich da nicht vertut, aber wenn ihr so anfangt wie ich und immer nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, dann klappt es auf alle Fälle. Weil das hier ist jetzt schon unser ganzes Album. Ich falte mir das jetzt ein bisschen nach. Diesen Schritt könnte man auch auslassen, wenn man keinen Papierfalter hat. Aber ich finde das immer ganz schön. Dann hüpft einem das Papier nicht zu leicht auseinander. Und jetzt habe ich hier mein fertiges Album. Also ich habe jetzt am Anfang und am Ende eine Seite. So eine schmale. Und dazwischen habe ich immer solche Taschen schon fast. Also die muss man nur noch zusammenkleben, aber dann haben wir hier Taschen und wenn man das jetzt so aufstellt, haben wir hier die Frontseite, hier die Rückseite, da die erste Seite mit Tasche, die zweite Seite mit Tasche, die dritte Seite mit Tasche und die vierte Seite mit Tasche und hier die fünfte Seite mit Tasche. Ich stelle euch jetzt mein Original mal daneben, zusammengeklebt. So einfach geht das ganze Album. Okay, also jetzt lege ich es mir wieder so hin, dass meine Front und meine Rückseite so liegen und jetzt fange ich an mit Zusammenkleben. Wenn ich mir jetzt das mal so hinstelle, dann sehe ich eigentlich genau, wo ich mir das kleben möchte. Ich möchte jetzt hier, wenn das mein Anfang ist, diese Seite ist mein Anfang, von oben einen Einstecker haben. Dann habe ich hier, da ist die Linie schon gefalzt, da habe ich den seitlichen Einstecker. Hier habe ich wieder zwei, die zusammengehören, wo da oben der Einstecker ist. Und hier kann ich wieder eine machen, die nach vorne geht. Könnte ich aber auch nochmal eine machen, die nach oben geht. Und hier könnte ich auch nochmal eine machen, die nach oben geht. Ich hoffe, es ist verständlich. Okay, und das klebe ich mir jetzt an und zeige euch ja gleich, wie und wo ich das anklebe. Wichtig ist, dass ihr euch das genauso hinlegt wie ich. Also meine Seiten. An diesen beiden orientiert ihr euch am besten. Die stehen jetzt so. Meine erste Öffnung ist dann nach hinten offen. Und so lege ich mir das jetzt mal hier hin und klappe mir das einmal rüber und klebe mir das jetzt als erstes so zusammen. Wie gesagt, ich mache es jetzt mit diesem roten Band, dann seht ihr das vielleicht auch besser. Oder ihr macht es einfach mit einem Flüssigkleber und tragt euch da eine ganz dünne Spur auf. So liegt das Ganze jetzt und jetzt möchte ich es einmal hier hinten festkleben. Und unten, weil ich ja oben diesen Einschub haben möchte. Seht ihr, wie das funktioniert? Ich kann euch jetzt auch noch ein bisschen näher hinzoomen. Das hier ist meine Frontseite und so wird es zusammengeklebt und da oben habe ich dann meinen Einschub. Was ich jetzt vielleicht zuvor mache, damit ihr das noch ein bisschen besser seht,
Wir brauchen doch noch einen Teil mehr. Was ihr noch ganz gut benutzen könnt, ist so ein kleiner Stanzer. Das ist jetzt so eine kleine Stanze mit 1,5 Inch. Mit der habe ich hier oben diese Eingriffe gemacht, dass man die Tags besser rausziehen kann. Das stimmt, das ist noch ein Teil, was man ganz gut verwenden kann, wenn man eine hat. Wenn nicht, kann man es natürlich auch ohne machen, aber mit ist es natürlich besser. Weil man dann einfach gleich sieht, ah, da kann man was rausmachen. Und das kann ich euch jetzt im Voraus schon mal stanzen, damit ihr seht, wo die Eingriffe hinkommen. Also hier ist wieder meine Frontseite. Die erste Tasche geht nach oben. Das heißt, ich stanze mir einfach hier oben ungefähr in der Mitte durch beide Papiere das durch. Dann kommt die nächste Seite, das ist diese Seite, seitliche Seite, wo zur Seite der Tag geht. Dann habe ich wieder nach oben. Durch zwei ist immer ein bisschen schwieriger. Dann geht es wieder zur Seite. Und dann noch einmal nach oben. Und ich glaube, wenn ich euch jetzt eben die Marker so schon mal zeige, dann habt ihr das ein bisschen besser, kann man ein bisschen besser nachvollziehen, bei welcher Seite ich gerade bin. Also oben, vorne, oben. Okay, und jetzt können wir das zusammenkleben. Also ihr seht, hier ist der Einschub oben und dann muss ich hier hinten und unten das natürlich zusammenkleben. Dazu muss ich jetzt nur eben noch die Schutzfolie abziehen. Und dann klebe ich mir das hier schön zusammen. Das ist meine erste Seite. Meine zweite Seite muss ich mir unten und hinten zusammenkleben. Das heißt, ich klappe mir das hier so auf. Und dann mache ich jetzt den Kleber hier auf diese Seite. Also vielleicht sieht es jetzt im Video ein bisschen komisch aus oder ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr das vor euch liegen habt, dann ist das total logisch, weil ihr müsst ja die Einschubfächer so haben, dass dann das Papier nicht woanders rausfliegen kann. Und von dem her, wenn ihr das dann vor euch liegen habt, dann ist das wirklich total einfach. Und wenn ihr mal einen Fehler macht und euch da verklebt, dann habt ihr halt eine Tasche zum Einschieben weniger. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja euer individuelles Album und man kann immer sagen, es gehört so. Ich muss jetzt nur diese Trägerfolie abkriegen, die geht manchmal ein bisschen schlecht. So, klebe ich es mir wieder nach unten zu. Habe jetzt hier an der Seite meinen Einschub. Nächste Seite. Hier habe ich wieder oben den Einschub, das heißt, ich muss wieder mir das aufklappen und hinten und unten zumachen. Ich muss aufpassen, dass ich noch im Bild bin, weil ich habe euch so nah dran, dass ich da aufpassen muss, dass ich nicht immer woanders bin mit meinem Objekt, Projekt. Übrigens, dieses Mini-Album, das machen wir bei unserem Teamtreffen. Also ich nehme jetzt das Video schon vor dem Teamtreffen auf, aber wir machen das, wir basteln das auch, weil ich das total süß finde und weil es halt einfach, ich finde das echt schön. Ich bin ja eh so ein Fan von den Magnolien und das ist natürlich top. Und ich bin echt gespannt, ob es den Mädels gefällt. So, also wieder zuklappen, hinten zukleben. Dann die nächste Seite. Ist jetzt so, dass wir hier zukleben müssen und oben, weil wir wieder so einen seitlichen Einschub haben. Und wenn das Teamtreffen dann war, kommen noch einige Videos und irgendwann kann ich euch dann dazu auch was erzählen, weil ich drehe ja immer vor. Und ich glaube, ich werde euch da ein bisschen was davon erzählen. Bin mal gespannt, wie es ist. Das erste Teamtreffen von unserer Bastelwerkstattbande. Und ich bin echt total neugierig und ich freue mich richtig drauf. Also dieses rote Ding, das mag immer nicht weggehen. Das hängt dann immer irgendwo an einem. Sehr anhänglich. Und jetzt schon die letzte Seite. Die geht wieder so, so, dass man von oben den Einschub hat. Das heißt wieder hinten und unten. Hinten und unten. Ich muss selber aufpassen, dass ich da
noch dann nebenbei quatsche, dass ich mich da nicht verklebe. Ich muss dann nochmal gucken, dass ich es wirklich richtig mache. Ja, so passt. So. Mit Flüssigkleber seid ihr da schneller auf jeden Fall. Aber, also ich, wenn mit Flüssigkleber das macht, dann bin ich da immer überall voll Flüssigkleber. Und deswegen habe ich mir gedacht, fürs Video mache ich das jetzt nicht mit Flüssigkleber, weil ich auch immer... ja, den Kleber dann überall habe und deswegen bei meinem Probeobjekt habe ich das alles mit Flüssigkleber gemacht, um zu testen, ob das dann auch funktioniert und hält, und es hält auf jeden Fall. Da ist der Tombow echt super. So, und das war's. Unser Album ist fertig. Also wir haben erste Seite, Einschub oben, zweite Seite, Einschub seitlich, dritte Seite, Einschub oben, vierte Seite, Einschub seitlich, fünfte Seite, Einschub oben, sechste Seite und die letzte Seite. So sieht das Ganze jetzt aus. Fertig. Also es ist wirklich sehr easy, schnell gemacht. Und jetzt geht's ans Dekorieren. Wenn ihr euch dann so eine Verpackung aufmacht, habt ihr da richtig viele tolle Sachen drin. Ich habe hier eben schon eins ausgepackt und habe mir das in so eine kleine Box gepackt. Hier habt ihr die Bestellnummer, wenn ihr die braucht. Das ist ja jetzt neu in meinen Videos, dass ich euch das immer so reinhalte. Wenn ihr es braucht, könnt ihr es euch einfach abschreiben. Und in diesem Set habt ihr richtig viele Karten. Ich habe jetzt die, wo wir fürs Video brauchen, schon mal rausgelegt. Aber ihr seht, ich habe schon ein ganzes Album gemacht und habe hier immer noch ganz viele Karten. Also ihr habt hier verschiedene Größen von Karten. Manche sind beschrieben, manche nicht. Dieses Set ist in Englisch. Das gibt es leider nur in Englisch, aber ja. Ich finde, die meisten Sachen, die versteht man ganz gut. Und wenn nicht, wenn einem die Schrift nicht gefällt, dann kann man immer noch die Rückseite verwenden. Was auch sehr schön ist, dass da so Pergamentpapier drin ist. Also das ist in diesem großen Format. Das scheint so ein bisschen durch. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Und was ihr natürlich auch habt, sind diese fertigen Elemente, die schon kleben. Also Blüten, lange Streifen. Und auch das hier habt ihr drinnen. Also ihr habt diese beiden doppelt drinnen. Und ihr habt hier schon so Etiketten und die Fähnchen, die ihr vorher gesehen habt. Also, und auch Sprüche. Also das ist wirklich total schön. Und ich verwende jetzt einfach ein komplettes von den Blüten und von den Etiketten. Und dazu noch einige Seiten aus dem ganzen Set. Aber ihr seht, ich habe dann immer noch eine Menge übrig. Und auch von den Blüten und so, da bleibt auch was übrig. Okay, ich packe das jetzt mal weg, was wir nicht brauchen. Und lege euch jetzt mal ins Bild, was wir alles brauchen. Ihr könnt die Deko natürlich so machen, wie ihr das wollt. Aber falls ihr es genauso machen möchtet, dann lege ich euch jetzt mal hin, was ihr alles braucht. Also ihr könnt euch hier mal ein Pausebild machen und könnt dann abschreiben, was ihr alles an Maße braucht. Aber ich sage euch das natürlich gleich nochmal beim Basteln. Und wenn ihr diese Karten, dieses Kartenset nicht habt, dann könnt ihr das genauso machen, weil es stehen immer die Maße dran. Ihr könnt einfach irgendein Designerpapier nehmen und könnt mit dem dann arbeiten. Ich habe zur Dekoration einfach auch noch zwei Teile aus dem Set verwendet. Also hier schneide ich mir dann nachher den Rahmen aus und hier schneide ich mir nur dieses Element aus. Und ansonsten sind das die ganzen Maße, die ihr braucht. Dieser Bereich ist für die Einstecker und der Rest ist für die Dekoration am Album selber. Aber das seht ihr jetzt auch nochmal alles beim Video selber. Und ansonsten könnt ihr euch hier, wie gesagt, ein Bild machen, Pause drücken und dann seht ihr das auch ganz gut. Schau mal, ich hoffe, das kann man gut erkennen. So, von den Maßen, die stehen hier alle gut verteilt drauf. Genau. Okay, dann starten wir jetzt mal los. Ich nehme jetzt doch meinen Papierschneider. Ihr könnt es natürlich auch mit der Schere machen. Aber das habe ich auch irgendwie nicht bedacht, dass ich das ja noch zuschneiden muss, das Papier. Aber wie gesagt, ihr könnt jetzt das mit der Schere machen, wenn ihr gar keinen Papierschneider habt. Ihr braucht jetzt zwei Stück Papier. Das hat die Höhe 9,5 cm. Und die Breite 7 cm. Das schneide ich mir jetzt zu. Das ist einmal für die Frontseite und für die Rückseite als Einband. Und ich mache es jetzt so, ich klebe mir das auch immer gleich an. Also wir gehen jetzt einfach Seite für Seite durch. Ich lasse euch das hier liegen, dass ihr das seht, das Maß. Und klebe das jetzt gleich an. Dann
passt es. Also, das kommt jetzt auf meine Frontseite. Das Maß ist jetzt so, dass ihr da immer so einen schönen kleinen Rahmen außenrum habt. Das schaut dann gleich richtig schön aus. Und dann kommt das Ganze noch auf meine ganz letzte Seite. Dieses Mal mache ich es aber so, dass ich, bevor ich mir das hinklebe, noch mein Band unten reinklebe. Dann kann ich das dann nachher besser befestigen. Muss nur gucken, ob das reicht. Ja, man könnte schon ein bisschen länger das Band nehmen. Ich schneide mir da einfach ein bisschen was ab. Ihr könnt euch das zur Probe einfach mal ein paar Mal da so rumwickeln, wie das aussieht. Ja, das passt. Also hier ist auch noch eine, so viermal kriege ich es ganz gut rum. Und dann mache ich so, dass ich mir das Band jetzt einfach mal ungefähr auf die Höhe, die ich haben möchte, hinlege. Und mir dann einfach mein Papier da drüber klebe, weil dann ist das Band schon mal fixiert. Und dann kann das nicht mehr runterfallen, wenn man das Album aufmacht. Wie gesagt, ihr könnt es auch so lassen und danach dann hinwickeln, so wie bei meinem Beispielalbum. Da habe ich es ja auch erst danach hingemacht. Das macht ja auch nichts aus. So, dann wird das einfach so drüber geklebt. Ein bisschen muss man warten, bis der Flüssigkleber getrocknet ist. Und dann habe ich jetzt hier eben das Band auf der Rückseite und kann das dann auf der Frontseite außen rum wickeln. Wir machen jetzt auch gleich die Deko auf der Frontseite. Dazu lege ich euch mal das Original quasi rein. Und dazu habe ich eben diese Aufkleber verwendet. Einmal dieses Blütenelement, ganz klar. Und zuvor habe ich mir als Etikett einfach das große Etikett einmal in der Mitte durchgeschnitten. Das habe ich mir einfach in den Hintergrund geklebt. Ihr könntet auch erst die Frontseite dekorieren und danach den Faden hinmachen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dann nehme ich mir die Blüte und ich nehme jetzt eben ein Dimensional. Das ist so ein Abstandskleber. Wie gesagt, wenn ihr keinen habt, dann macht das einfach mit einem, schneidet euch da ein kleines Viereck oder so aus Moosgummi aus und klebt es euch an beiden Seiten hin, dass ihr einfach ein bisschen Abstand habt zu dem Mini-Album selber. Halt, bevor ich das aufklebe, war ich fast zu schnell. Ich habe mir ja hier noch dieses Congratulations drauf gemacht. Das ist eben aus diesem Set. Und das macht hier oben einen schöneren Abschluss. Durch das, dass das Etikett ja jetzt nur noch halb ist, sieht es einfach viel schöner aus. Wer möchte, kann dann hier noch was hinstempeln oder hinschreiben, für wen das zum Beispiel ist, das Album. Genau. Und jetzt mache ich mir auch hier in den Hintergrund, habe ich noch zwei Blätter reingemacht. Die nehme ich mir jetzt schon mal. Die sind eben auch hier in diesem Set. Und klebe mir aber zuerst mein Blütenelement hin und kann mir danach dann so in den unteren Bereich eben noch die zwei Blätter hinkleben. So, und schon ist die Dekoration für die Frontseite fertig. Und hier seht ihr nochmal den Verschluss. Ich wickle mir jetzt einfach den Faden da ein paar Mal hinten rum, hänge mir das dann hier einfach nur so ein und mein Album ist verschlossen. Kann ich mir den Faden noch kürzen, dass er nicht ganz so lang ist. Und ging richtig schnell, oder? Ich finde das toll, mir macht das total Spaß, mit sowas zum Arbeiten, mit so einem Set. Ich finde das schon echt schön. Man muss nicht stanzen und nichts. Zwischendurch ist es mal ganz gut. Ich stanze natürlich auch gerne, ist ja klar. Okay, als nächstes, können wir das mal tun, schnappe ich mir eben dieses große Papier mit dieser Blüte und diesem Papiermuster und schneide mir das einfach mal nur mit der Schere aus. Ich möchte eben nur diesen Streifen haben und auch dieses Papier, also dieses Blatt hier an der Seite, das finde ich auch sehr schön. Das soll schon noch so ein bisschen reinstehen. Deswegen schneide ich das schon auch richtig schön aus hier. Natürlich könnt ihr das zum Beispiel auch nur mit so einem Streifen machen. Kann ich euch mal die Maße sagen. Dieser Streifen hat jetzt ungefähr 3,5 cm und die Höhe
müssen wir vielleicht noch zuschneiden, ist 10. Wir haben ja, glaube ich, nur 9,5 cm. Ich guck mal. Ah, 10,2. Nee, das passt genau. Ja, 10,2 cm von der Höhe. Passt da wirklich super drauf. Und den klebe ich mir jetzt mit Flüssigkleber an. Einfach nur unten einen dünnen Streifen und nach hinten einen dünnen Streifen und nach oben. Durch das, dass ich das so aufklebe, habe ich hier schon mal den Einschub. Es hebt jetzt hier unten, hier an der Seite und hier oben und kann mir dann da in den Hintergrund ein Bild oder ein Tag oder sowas machen. Zweite Seite, easy going, fertig. Nächste Seite. Die nächste Seite habe ich mir jetzt so zugeschnitten, also diese Karten sind von der Höhe schon perfekt. Ihr könntet die theoretisch auch komplett auf euer Mini-Album draufkleben, wenn ihr noch weniger schneiden wollt. Aber ich finde es mit Rahmen immer ganz schön und ich finde es auch ganz schön, wenn das nicht ganz so bündig ist, sondern diesen äußeren Rahmen hat oder das Papier nicht ganz so groß die ganze Seite auffüllt. Und deswegen habe ich es jetzt so gemacht, dass ich mir den Streifen einmal zuschneide. Wo mache ich es euch hin, dass ihr das noch seht? So. In der Breite bei 7 cm und in der Höhe bei 7,5. Ich mache jetzt erstmal bei 7 cm. Genau. Dieses Element nicht wegschmeißen, sondern das brauchen wir nachher bei einer der nächsten Seiten. Und jetzt kürze ich mir das noch ein bei 7,5. Das ist wirklich minimal weg. Okay. Das wird jetzt hier draufgeklebt und da habe ich ja auch so einen kleinen Einschub gemacht. Und da wickele ich mir auch einfach mein Band noch so zweimal ungefähr rum, dass man dann hier wieder was dahinter schieben kann. Das wickele ich mir einfach hin und dann klebe ich mir das wieder an. Muss nur ein bisschen unter Spannung stehen, dass es das dann auch hält nachher. Ich mache es jetzt auch so über Kreuz, das finde ich ganz schön. So. Ich habe schon wieder überall Kleber an den Händen. So. Und hier zum Vergleich einmal gerade und einmal ein bisschen überkreuzt. Und so haben wir auch wieder einen Einschub. Okay, die Taschen hier oben, die machen wir gleich im Anschluss. Jetzt machen wir erstmal die komplette Innendekoration. Auf der nächsten Seite, das ist wieder ganz einfach, da habe ich mir einfach diesen langen Streifen hier einmal abgenommen. Der klebt auch schon von alleine und habe mir den ein bisschen zugeschnitten. Und das habe ich wirklich so Pi mal Daumen gemacht. Einmal unten einen längeren Streifen. So nur ein bisschen gucken, dass es einigermaßen gerade drauf klebt. Dann oben drüber ein bisschen kürzeren Streifen. Das wird ja vielleicht nachher mit einem Foto verdeckt oder so. Das kommt dann darauf an. Und oben dann nochmal einen längeren Streifen. Genau. Also auch die nächste Seite fertig und wirklich super easy. Dann habe ich mir dieses Blatt rausgenommen. Da ist eben schon so ein Rahmen dabei. Und den schneide ich mir jetzt auch einfach mit der Schere aus. Sowas kann man auch immer noch verwenden, an die Seiten oder so zum Einschub machen. Und das habe ich jetzt auch einfach wieder mit diesen süßen Elementen dekoriert. Ich habe mir das zuerst... wo ist denn der Text hier? Oh, what fun.
habe ich mir hier unten drauf geklebt. Schön mittig. Ja, sage ich schön mittig und aber es sieht auch gut aus. Das ist wieder typisch. Vorführeffekt. Dann habe ich mir die zwei Blätter genommen. Die hier so unten reingeklebt und dann einfach das Papier so drüber, auch wieder mit Flüssigkleber. Und hier oben habe ich dann einfach eins dieser wunderschönen Blüten genommen und noch so oben drüber geklebt. Nächste Seite, fertig. Jetzt kommt eine Seite, die ist wirklich super einfach. Dazu habe ich mir dieses Teil ausgesucht mit den zwei Blüten. Und diese Blüte möchte ich ganz drauf haben. Die wird noch ein bisschen verkleinert. Und dazu habe ich mir das Papier wieder zugeschnitten. Hier ist das Maß für euch. Also hat in der Höhe 9 cm. Das heißt, ich möchte die Blüte ganz drauf kriegen. Dann kürze ich mir das hier oben ab. Auf 9 cm und in der Breite 6,5 cm. Auch wieder diese Seite. Ich möchte die Blüte drauf haben, dann kürze ich das an dieser Seite ein. Das Ganze wird wieder aufgeklebt. Und schon ist die nächste Seite fertig. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, das wir uns vorher schon zugeschnitten haben. Das ist der Rest von Seite 2. Der wird einfach nur hier unten angebracht. Ah, den muss ich ein bisschen kürzen anscheinend, oder? Ja. Und zwar hat der dann das Maß 3,1 in der Höhe. Das hat er ja jetzt schon. Und in der Breite ist das 7,5 cm. Das seht ihr unten nochmal das Maß. Das Blatt, das lasse ich euch jetzt mal hier so da. Genau. Und hier mache ich es wieder so, ich möchte ja wieder so eine Einschubtasche haben, dass ich mir das hier unten so anklebe. Dass ich hier auf die Rückseite Kleber mache, unten auf die Rückseite Kleber und hier rechts und links. Und das klebe ich mir dann relativ weit unten hin und an den Rand. Das füllt eigentlich wirklich die ganze Seite aus. Hier war ein bisschen Kleber, so ein Klebemittel. Radierer ist da echt super. Kann ich auch in der Infobox verlinken. Okay, dann nehme ich mir gleich das Bild hier und teste mal. Passt. Nächste Seite. Fertig. Check. Okay, dann haben wir nochmal eine ganz einfache Seite. Und zwar ist das diese Seite hier. Da machen wir es auch wieder so, dass wir uns die zuschneiden auf 9 cm in der Höhe. Mal schon zu machen. Bin ich noch im Bild? Ja, also ich lege es mir hier bei 9 cm an und schneide es mir dann noch zu auf 6,5. Also 9 mal 6,5 ist hier das Maß für diese Seite. Das hatten wir vorher, glaube ich, auch schon mal. Und das Ganze wird auch wieder nur aufgeklebt. Ich finde es irgendwie schön. Also von den Farben, mir gefällt es echt super gutes Papier und die ganze Magnolienreihe finde ich super schön. Okay, jetzt kommen wir zu einem bisschen schwierigeren, aber nur ein bisschen. Wir brauchen ja jetzt so einen Einschub hier. Und da habe ich es so gemacht, dass ich mir ein Papier nehme, das ich mir zuschneide. Ich gucke mal, ob es das Maß schon hat. Das weiß ich gar nicht, ob ich mir das schon zugeschnitten habe. Also 10,1 mal 7,5 braucht es. Das hat es noch nicht ganz. Also ich schneide es zu auf 10,1 cm mal 7,5 cm. Ich lege euch das Maß mal hier so hin. Und jetzt muss ich von dieser Ecke bis zu dieser Ecke schneiden.
Hier empfiehlt sich eine scharfe Klinge. Mal gucken, ob meine das noch mitmacht. Ich mache es jetzt so, dass ich es von der Mitte aus mache. Wenn ihr eine ganz scharfe Klinge habt, dann könnt ihr einfach von unten nach oben einmal durchziehen. Ich mache jetzt eben in der Mitte ungefähr, ziehe mir einmal nach oben, vorsichtig nach unten und ziehe mir nochmal richtig nach unten. Und schon ist das Ganze in zwei Hälften. Und diese Seite kann ich dann einfach hier wieder ankleben. Das habe ich auch mit Flüssigkleber gemacht. Der Flüssigkleber, der wird irgendwann durchsichtig. Das ist dann auch ganz praktisch. Aber versuchen, dass man da wirklich nur einen ganz schmalen Streifen macht. Und jetzt nicht zuckeln. Also das sage ich zu mir selber, weil ich bin da Profi im Zuckeln. So. Also man sieht da jetzt schon ein bisschen durch den Kleber. Aber der wird dann später durchsichtig und vor allem, wir machen da jetzt noch ein bisschen was drüber als Dekoration und dann sieht man das gar nicht mehr. Hier oben ist es ein bisschen, steht da so ein kleines bisschen oben drüber, das kann man sich einfach noch kürzen. Wir probieren mal kurz, ob es passt, also das Foto passt rein. Und jetzt gibt es dann noch ein bisschen Dekoration. Und hier habe ich es so gemacht. Mal gucken, wo ist mein zweites Band? Hier. Ihr habt hier zwischen diesen Bändern, zwischen diesen Motivbändern habt ihr nochmal ein schmales Band. Ganz ein schmales. Das ist, glaube ich, eigentlich eher Rest, aber das kann man auch total schön verwenden. Und das habe ich hier gemacht. Das habe ich mir hier einfach angelegt und einmal nach oben gemacht. Der Rest reicht jetzt nicht mehr ganz. Man könnte es so machen, dass man die Blüte, aber die Blüte passt dann nicht genau drüber. Wenn man die andere Blüte nehmen würde, die hier, könnte man das so hinkleben, dass man das dann nicht mehr sieht. Aber wir haben hier noch ein zweites und das passt dann von der Länge genau. Das lasse ich hier einfach so anschließen und gehe mir dann nochmal rüber. Ah, das sieht echt schön aus. Oder? Also ich finde das süß. Das hat echt ein cooles Muster so. Und dann habe ich mir einfach wieder so eine Blüte geschnappt. Die kleben ja auch schon selber. Und habe mir das dann hier drüber geklebt. Und ich habe das schon irgendwie so hingedreht, dass diese Schnittstelle verdeckt war. Wie habe ich denn das gemacht? Also die zwei sind nach oben, so. So habe ich es mir drüber geklebt, dass man diese Schnittstelle, die hier unten im Eck war, nicht mehr sieht. Und schon ist diese Seite fertig. Schön. Die finde ich voll schön. Jetzt kommen wir wieder zu einer ganz einfachen Seite. Dazu brauchen wir nochmal ein kleines Stück von unserem Band. Und wieder unsere Motivseite. Also hier habe ich es jetzt so gemacht, dass ich mir einmal dieses dickere Grüne genommen habe und habe mir das einfach nur hierher gelegt und abgeschnitten auf einer bestimmten Länge. Also das ist alles so Augenmaß da. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich nur ein bisschen länger gemacht, aber das macht nichts. Das ist mein individuelle, ja. Wenn ich immer nebenbei quatsche, dann mein Mann manchmal. Ah, genau. Dann habe ich hier noch ein Stück von meinem vorherigen, von meiner Frontseite ist ja noch so ein schmaler Streifen übrig. Und den habe ich mir einfach hier noch ein bisschen so drüber geklebt. Und den machen wir jetzt ein bisschen länger. Dann schaut das gleich nochmal ganz cool aus. Ich kann nicht gerade schneiden, wenn ich das so mache. Ohne Papierschneider geht da gar nichts, gell? Das wäre auch ein cooles Motiv. Wir bleiben voll im Farbkonzept und im Schema. Aber experimentiert da ruhig rum. Also der ist jetzt ein bisschen länger, das gehört natürlich so. Und das You Are Amazing. Oh, das hebt wirklich gut. Das hätte ich mir da jetzt vielleicht nicht hinkleben sollen. Mache ich mir nochmal ein Stück Kleber hin. Das kommt dann einfach hier noch so drüber. Das ist ein bisschen schief geworden.
So, Klebemittelradierer. Für diejenigen, die so basteln wie ich. Es ist ein bisschen schief, das gehört jetzt eigentlich nicht so, aber seht drüber hinweg. Tut mir echt leid, aber ich kann das klebt wirklich sehr gut. Wenn es mal klebt, dann kann man es schlecht wieder wegmachen. Okay, dann kommen wir oben zu unseren Fähnchen. Da habe ich mir jetzt einfach einmal das Orange, das Blaue und das Grüne rausgenommen. Drei Stück. Und die, ganz ehrlich, die klebe ich einfach nur da drüber. Erstmal nur ganz leicht, dass ich sehen kann, dass der Abstand ungefähr gleich ist. Ja, so passt es schon. Einfach über mein kleines Faderle drüber und dann schneide ich mir den hier an der Seite ab. Und die nächste Seite ist fertig. Die haben hier extra noch so einen Rand. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt in der Kamera. Also die sind echt schön. Ich habe heute übrigens große Beleuchtung, weil letztes Mal hat es so Schatten geworfen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es dieses Mal ist im Video. So, die nächste Seite ist die Seite mit dem Text On This Day. Hier ist es so, dass die Höhe bleibt, also 7,6 cm bleiben von der Höhe und die Breite ist bei 6 cm. Dieses Element wäre natürlich auch irgendwie schön, gell? Das könnte man sich nur ausschneiden. Und das Ganze wird jetzt sehr bündig hier unten so in die rechte Ecke reingeklebt, wieder mit Flüssigkleber. Und dann nehme ich mir hier wieder die Elemente, einmal dieses zweiblättrige Blatt und diese schöne Blüte. Und damit wird dekoriert. Seite fertig. Nächste Seite. Oh, die nächste Seite, die hat es wieder ein bisschen mehr in sich. Muss mich wieder konzentrieren. Und zwar brauchen wir jetzt ein Stück. Ich habe jetzt hier dieses schöne Pergamentpapier genommen mit dem Maß 9 mal 9 cm. 9 cm mal 9 cm. Genau. Und jetzt falze ich mir das an drei Seiten bei einem Zentimeter. Und zwar lege ich mir das hier bei einem Zentimeter an, da habe ich mehr Auflagefläche und das verruckelt mir hier nicht so. Und nehme das Falzteil und falze mir das einmal. Dann bei der nächsten Seite wieder bei 1 cm anlegen, falzen und nochmal bei 1 cm anlegen und falzen. Übrigens, so im Nachhinein denke ich, hätte ich euch das Falzbrett gar nicht zeigen brauchen, das große. Hättet ihr das gleich mit dem gemacht, mit dem Papierschneider, dann wäre es genauso gegangen. Aber ja, ich habe das Video oder dieses Mini-Album schon vor einer Weile gebastelt und jetzt habe ich nicht mehr genau gewusst, wie ich das gemacht habe. Und jetzt falze ich mir einfach nur die Linien nach, die ich mir gerade gemacht habe, nach innen, sodass der schönere Druck ist nach außen. Und die Linien falze ich mir nach innen. Und jetzt schneide ich mir hier unten diese Vierecke, schneide ich mir so ein bisschen ein. Das brauchen wir gar nicht. Wir schneiden uns diese Ecke hier einfach komplett weg. Ich habe jetzt einen Schmarrn gemacht. Nee, ich habe schon richtig gemacht. Wir schneiden uns die beiden Vierecke weg und dann schneide ich mir diese längeren Teile einfach nur so ein bisschen, die schräge ich mir nur so ein bisschen an. Also. So sieht das Ganze dann aus. Vierecke sind weggeschnitten und dann diese zwei sind so ein bisschen angeschrägt. Und jetzt mache ich mir hier den Kleber drauf. Dann nehme ich jetzt auch nochmal mein schmales Klebeband. Also ich habe mir einfach nur die Lasche so nach oben eingeknickt und dann auf die Oberseite den Kleber drauf gemacht. Und dann klebe ich mir hier die Seitenteile so da drauf. Und somit habe ich hier schon meine Tasche. Und durch das, dass ich hier und hier jetzt noch ein Klebeband aufbringe, klebt das Ganze dann auch super auf mein Mini-Album.
Sieb. Wieder diese Folie runterkriegen. Und das klebe ich mir jetzt eher nach unten auf. Also, dass man hier oben noch ein bisschen Platz hat, um was gut reinzufädeln, gut einzustecken. Und das Ganze habe ich mir auch noch mit so einem bedruckten Streifen ein bisschen verziert. Den habe ich einmal erstmal hier unten angebracht. Und dann hier oben auch nochmal. Und da habe ich jetzt noch mein letztes Fähnchen drüber geklebt. Das habe ich hier am Rand, ganz am Rand geklebt. Und dann gibt es noch den Spruch for you. Theoretisch könnte man hier das auch als Geschenk nutzen und könnte da zum Beispiel noch ein bisschen Geld reintun oder so fürs Brautpaar oder keine Ahnung. Das wäre natürlich auch eine süße Idee. Und das habe ich hier noch so drüber geklebt. Und schon ist unsere Tasche fertig. Wer möchte, kann hier einfach noch so einen Einschub reinmachen. Aber da kann man ja dann irgendwas reinstecken, Geld oder wie auch immer. Und deswegen lasse ich die Tasche jetzt mal offen. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Seite. Das ist wieder so eine Seite, wo hier so ein Rahmen außenrum ist. Und die schneide ich mir auch noch ein bisschen zu. Okay, und da habe ich es jetzt so gemacht, da möchte ich ja den ganzen Rahmen behalten. Und deswegen schneide ich mir hier überall an der Seite 0,5 cm weg. Lege ich mir wieder hier an. Und hier bei 0,5 cm, das ist dieser zweite schwarze Bereich. Und dann mache ich das einfach einmal komplett außenrum. Wenn ihr dann anderes Designerpapier nutzen möchtet, dann habe ich euch das Maß auch hingeschrieben. Und zwar ist das Ganze dann 6,6 cm breit und 9,1 cm hoch. Wenn ihr jetzt eins habt, wo kein so ein Rahmen drauf ist zum Beispiel. Und das klebe ich mir jetzt wieder mit Flüssigkleber an. Das wäre natürlich auch hinten drauf ein schönes Motiv. Mir hat der Rahmen auch sehr gut gefallen. Könnte man natürlich jetzt auch schon gleich so lassen, die Seite, aber ich habe mir gedacht, ich nehme nochmal ein bisschen Faden. Kürze mir den einfach mal in der Hälfte. Leg mir den dann so ein bisschen drauf. Bestens über Kreuz und nehme mir dann einfach nochmal so eine Blüte . Man sieht jetzt den anderen Faden von unten noch, aber so sieht es der Ganze dann aus. Schon die Fäden da ein bisschen durch, das finde ich macht sich ganz gut. Man könnte sie auch nur kürzen, dass sie nicht an der Seite raushängen, das ist Geschmackssache dann. Aber das war unsere letzte Innenseite, die Rückseite haben wir ja schon fertig und jetzt ist unser Album außenrum komplett fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Einstecker machen. Ihr Lieben, jetzt habe ich leider gerade nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich habe jetzt eine ganz kurze Pause gemacht und jetzt habe ich das Aufnahmegerät nicht aktiviert. Deswegen nochmal von vorne. Ich habe jetzt schon 3 Tags fertig gemacht, aber ich erkläre euch das natürlich gleich. Ich habe als allererstes den Tag genommen, diesen ganz großen Tag. Also das ist eigentlich ein ganz großes Papier und den habe ich mir so zugeschnitten, dass ich das meiste von den Blüten mit auf meinem Tag habe. Das heißt, falls ihr das gleiche Set nehmt, dann habt ihr hier so eine große Karte und den habe ich mir jetzt zugeschnitten auf 9 x 6 cm, so dass hier, also 6 cm sind in der Breite und 9 cm in der Höhe. Da schneidet ihr da oben ein bisschen von den Blüten ab, aber ihr habt immer noch ein kleines Blütenelement drauf. Das ist mein erster Einstecker. Ihr braucht von diesem Maß 3 Stück. Das heißt, 3 mal 9 cm mal 6 cm. Wer in diese Tasche innen rein auch noch einen Einstecker machen will, braucht dann eben 4. Okay, dann habe ich mir
dieses Kartenelement ausgesucht, bei dem dieses Happy Little Moments draufsteht. Das hat das Maß 7,6 cm mal 6 cm und das wird dann, wurde eben so zugeschnitten und das wird dann hier so auf der Seite reingeschoben. Wenn man das rausmacht, dann kann man hier noch was hinschreiben. Wenn ihr eben dieses Set nicht verwendet, dann braucht ihr da gar nicht gucken, wo was steht, sondern dann könnt ihr euch das einfach nur auf 7,6 x 6 cm zuschneiden. Dann haben wir wieder eine Karte, da steht eben schon was drauf und das wollte ich auch erhalten und den Rahmen oben und habe es mir nochmal gekürzt auf 9 cm x 6 cm. Das ist dann wieder für unseren Einschub oben. Dann haben wir nochmal den Einschub an der vorderen Seite. Das habe ich bei meinem Originalalbum gar nicht, aber da haben wir hier nochmal eine Tasche eingefügt. Ihr könnt natürlich auch die Taschen auch einmal zulassen. Es muss nicht in jedem eine Tasche rein, aber kann natürlich. Und da schneide ich mir das jetzt auch zu. Ich möchte so viel wie möglich von diesem Element behalten. Das heißt, ich kürze mir das Ganze jetzt mal hier bei 6 cm. Und lege es mir jetzt mal an und gucke, wie viel noch übrig bleibt. Na, von den Blüten gar nicht mehr so viel. Lieber mache ich den Rahmen oben weg, glaube ich. Also habe ich mir das jetzt eingekürzt, wieder auf 6 cm in der Breite und 9 cm in der Höhe und kann mir das hier als seitlichen Einschub noch reinmachen. Und dann haben wir nur noch einen Einschub ganz oben. Mir geht jetzt irgendwie ein Papier aus, weil ich die eine Seite nicht hatte. Da habe ich mir jetzt auch einfach nochmal eins zugeschnitten auf das Maß 9 cm mal 6 cm. Also eigentlich braucht ihr 4 davon. 1, 2, 3, 4 und ein kleineres. Genau. Also ich ändere das jetzt hier mal nochmal ab. Wenn ihr überall eine Tasche reinmacht, braucht ihr 4 von den 9 x 6 cm und ein kleines von der Seite mit 7,6 x 6 cm. Oder ihr macht 2 von den kleinen. Das könnt ihr natürlich so machen, wie ihr wollt. Aber das war's. Mehr braucht man nicht. Wir sind tatsächlich schon fertig. Ah, hier ist es rausgekommen. Das war mein viertes Papier, das habe ich noch gesucht. Okay, habe doch eigentlich alles richtig gehabt. Jetzt zeige ich es euch nochmal ganz schnell, gucken wir es nochmal an, weil es ist wirklich total schön, oder? Natürlich könnt ihr euch bei diesem Album extrem auch austoben. Ihr könnt es total ausbauen, indem dass ihr stempelt und stanzt und alles Mögliche macht. Aber ihr seht, es ist auch ganz einfach möglich, mit einem Kartenset und ein paar Elementen, so Klebeelementen, dass man sich da das richtig schön zaubert. Gefällt's euch? Ich find's wirklich schön. Mich freut es total. Kann man auch wirklich ganz einfach verschließen. Und ich glaube, wenn das jemand geschenkt bekommt, dann freut er sich darüber auch total. Ich bin jetzt total gespannt, was meine Teammädels dazu sagen, wenn die das basteln dürfen. Und alle die Teammitglieder, die nicht kommen konnten auf die Teamfeier, aufs Sommerfest, es kann natürlich nicht jeder kommen, aber alle die nicht dabei sein können, das jetzt natürlich auch mit der Anleitung nachbasteln und ich hoffe, das macht ihnen genauso viel Spaß wie uns und wie mir. Ich finde das wirklich toll, mir macht das richtig Spaß, mit so einem Set zu arbeiten und ich finde das Mini-Album einfach total schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß, auch wenn ihr vielleicht Bastelanfänger seid. Ist es echt eine coole Möglichkeit, mit wenig Material, mit bisschen Kleber, Schere, Papierfalter, braucht man nicht mal unbedingt, einfach ein Papierschneider wäre ganz gut, haben wir ja gemerkt, und ein bisschen Kleber und dann könnt ihr das einfach nachbasteln. Also, ich hoffe, ihr habt damit auch Spaß. Und die Erklärung war gut. Also, ich wünsche euch jetzt nochmal ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und wenn es euch richtig gut gefällt und ihr meine Videos gerne schaut, dann könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Dann könnt ihr auf diese Glocke drücken und dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!